the first generation of the BMW 3 Series. The beginning of a success story that continues to present day. Die kompakten BMW sind eine neue technologische Synthese zweier scheinbar unvereinbarer Gegensätze. Sie kombinieren die Eigenschaften größerer und sicherer Reiselimousinen mit denen handlicher und beweglicher Stadtwagen. Die neue Lösung zwischen groß und klein heißt nicht Mittel, sondern BMW. The first BMW 3 Series followed the successful and sporty 2 Series in 1975. It was produced in the BMW plant Munich. Until today, most of the 3 Series are produced here. The assembly lines ran until December of 1983. Right from the start, the new lines set a record, a memorable moment in BMW history. It's the first model series in the history of BMW that was produced more than a million times, more than half thereof for export. The first BMW 3 Series continued the sporty heritage of the 2 Series, agile and with the best handling characteristics thanks to modern chassis and drivetrain technology. Das Fahrwerk der neuen kompakten BMW optimiert die erprobte Leistungsfähigkeit des BMW-Fahrwerkkonzeptes zur idealen Kombination von Sportlichkeit und Komfort. Das Ergebnis? Absolut präzise Laufeigenschaften, noch besserer Kontakt zur Straße, noch größere Seitenführungskräfte, also noch mehr Fahrsicherheit. At the start, four-cylinder motors were constructed with 1600, 1800 and 2000 cc's. The performance ranged from 90 horsepower in a 316 to 125 horsepower in a 320i. In 1977, six-cylinder motors were added. The top model was the 323i with 143 horsepower from 2.3 liters displacement. For a car from the lower middle class of over 30 years ago, that was enormous. Die neuen Triebwerke sind eine Weiterentwicklung der berühmten BMW Vierzylinder. Das anspruchsvolle Ziel der gründlichen Überarbeitung, noch mehr Standfestigkeit, Lebensdauer und Laufkultur. Noch höhere Leistung trotz Normalbenzin bei den Vergasermotoren und das bedeutet noch mehr Wirtschaftlichkeit. Even the optics of the first 3 Series leaves the competition behind. A high-class interior and luxurious standard and optional equipment show that the 3 Series is at the top of the times, even from its inner qualities. Der deutliche Kontrast wird hier nicht nur durch die andersartige Atmosphäre des Innenraums der neuen BMW erzielt. Jedes Detail zeigt, dass hier zuerst gedacht und dann gestaltet wurde und nicht umgekehrt. An innovative model and a milestone in BMW history. It, however, stood long in the shadow of the 2 Series with collectors, so many vehicles have unfortunately been scrapped. In the meantime, the 3 Series has also reached collector status. Anyone who has a well-kept vehicle can be happy and hope for a continuous appreciation. Die kompakten BMW 316, 318, 320 und 320i geben der Mittelklasse ein neues Format. Sie sind nicht nur für uns ein Schritt in die Zukunft, sondern auch für ihre Fahrer.